Jetzt haben wir hier Brass drin, ne? Und jetzt können wir es wieder einschalten. Denn jetzt passiert Folgendes. Er rückt jetzt das Zink raus und das Kupfer raus, mischt es und was auch immer unten fertig wird, an Brass geht direkt durch. Das wird immer spontan, immer komplett durchgezogen. Das ist recht praktisch. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Great Above and Beyond. Und ich war mal wieder jetzt zwischen den Folgen ein klein bisschen fleißig. Das ist jetzt die Ebene 45, wo ich ein kleines bisschen nach Kupfer gegraben habe. So ein kleines bisschen vielleicht. So ein Müh. Das geht mit dem Bohrer halt so unglaublich fix und so unglaublich schnell und so unglaublich gut. Ich konnte mich da nicht zusammenreißen und habe da mal ein bisschen übertrieben gerade. Weil es eben geht. Und da wir jetzt die Stromversorgung auch geregelt haben, ist das ja auch kein Problem mehr. Und wir brauchen Kupfer natürlich ohne Ende für unser Messing, damit wir ja das Haus weiterbauen können. Das ist nicht der einzige Punkt, wo ich ein bisschen ausgerastet bin. Ich habe gleichzeitig auch vielleicht so ein bisschen die Erde angefangen anzuleichen und den gesamten Boden weggerissen. Und den ganzen Berg da hinten abgerissen und angeglichen. Dass es halt eben eher nach einer natürlichen Geschichte aussieht. Ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, wie wir das Haus bauen. Habe hier hinten schon ein bisschen mit Dings gearbeitet, mit Foundations. Und halt eben so eine Betonstütze rein, mit der wir dann, auf der wir dann das Haus stellen quasi. Damit es nicht aussieht, als würde es in der Luft schweben. Und ich habe angefangen, die Front ein bisschen zu bearbeiten und mir da schon mal Gedanken zu machen und habe mich dann hierzu hinreißen lassen. Es gibt nämlich auch schon Bits drauf, auf dem Modpack hier. Ich habe dann eine Reihe aus Stone Bricks genommen, um ein Viertel eingerückt, dann um ein weiteres Viertel eingerückt, die Chiseln Bits, die Steine hier, die dicken Bricks von Chisel. Und dann habe ich ein Fenster gechiselt. Und dann dazwischen kommen so Dark Oak Logs mit verschiedenen Stämmen rein, die dann auch dann das Zeug behalten sollen. Und hier unten haben wir halt unser Lavafluss. Der ist übrigens jetzt voll. Der Dings ist voll oben. Alles ist voll. Ja, und dann kommt ja der Fußboden rein und dann das Haus und so weiter. Das ist jetzt die Hütte, die ich gerne bauen wollen täte. Lass mal kurz ein bisschen Strom abzapfen hier, damit wir den hier aufladen können. Ja, die Stromversorgung hier läuft aber frei. Die Lava hier läuft auch voll. Das ist hier gerade alles vom Feinsten. Ja, das geht gerade einmal frei. Also da läuft es ganz ohne Probleme. Ich brauche jetzt aber als erstes mal vernünftig Messing. So, und ich habe natürlich schon mal geguckt, wie gehen den Fußböden hier. Wir werden den Darkstone nehmen, weil den kriegen wir schneller als den Blackstone. Der Blackstone ist nur in... im Nether verfügbar, den Darkstone kriegen wir hier überall. Plus der Darkstone hat auch noch diese Gilded Version, die wir dann noch als Begrenzung nehmen können, etc. Also der Darkstone sieht schon echt schnieke aus, so für den Fußboden, für die Wand. Das nehmen wir für die Wand und das hier für den Fußboden. Und dann ein bisschen gegildetes Zeug rein für die Angrenzung. Aber bevor wir das wirklich machen können, müssen wir erstmal uns darum kümmern, dass halt eben unser Messing in Gang kommt. Ich habe jetzt ein bisschen Messing gemacht. Und das ist der erste Schwung an Messing-Fußböden, die ich habe machen können, mit dem, was ich hatte. Das ist nicht viel und ich brauche noch eine ganze Menge mehr. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Kupfer. Lass uns also mal anfangen. Zuerst einmal schalten wir hier mal den Kollegen ab und schalten den hier wieder an. Nee. Jetzt. Der macht mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Kupfer und Zink. Ja, das ist alles an Kupfer, was ich bisher gefunden habe. Also so viel ist da gar nicht. Ich habe noch ein paar Kupfer-Ingots da, aber ja, das reicht halt lange nicht. Messing war Zink und Kupfer, ne? Brass war das. Nicht Messing, Brass.
So, Brass war in der Foundry geschmolzen. Genau, das ist das normale Zeug. Gemischt Zink und Kupfer. Zink haben wir mehr als genug, aber das, ja. Das Kupfer ist noch ein bisschen problematisch. Zink, da. Ja, wie gesagt, Zink ohne Ende, aber das Kupfer ist nicht so gut. Das hauen wir kurz durch und machen dann daraus gleich nochmal einen guten Schwung und bereiten jetzt auch mal vor, die Funktion, mit der wir vernünftig das mischen können. Dass ich dann nicht ständig hin und her gießen muss und so weiter, sondern dass es dann auch vernünftig läuft. Dazu brauchen wir erstmal 3 Tanks. Zack, diese Fluid-Tanks hier, diese Fluid-Cell-Frames. Dazu brauchen wir 3 Nickel-Gears. 1, 2, 3. Dann dreimal die Fluid-Cell. Zack. Und dann machen wir daraus dreimal die Portable. Wir brauchen dreimal den Redstone-Survey. Der ist ja generell kein Problem. Und dann brauchen wir nochmal das harte Glas. Da fehlt mir gerade was. Firechips habe ich, ne? Oder? Da. Fehlt Gunpowder? Warte mal, nee, Moment. Handglas. Achso, ne, der Quarz fehlt, genau. Okay, können wir auch mal ein bisschen was durchjagen hier. So, 16 Stück dann gerade. So, da können wir jetzt dann schon mal die Fluid-Tanks machen, die Fluid-Cells. Ja, wir haben kein harten Glas mehr, scheiße. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Muss ich jetzt kurz warten, bis der hier durchgeht. Ich bin schon mal das Zeug einschmelzen gerade. Den lassen wir aus und dann rein damit. Das Zink müsste doch gleich durch sein, genau. Das kommt da gerade durch. Wir können es auch direkt rausziehen. Warte mal. So. Und jetzt bitte das Zeug nochmal. Sehr gut. Kupfer nochmal schmelzen und dann gleich das Zink hinterher. Dann wird daraus das müssen wir dann rausziehen und dann mischen. Genau, so war das. Das vermischt sich nämlich nicht von alleine. Wir wollen jetzt erstmal ganz kurz dann die Fire Charges für das harte Glas. Das Zeug. Dann machen wir kurz mal 2 drauf. 4. So, und jetzt können wir daraus nämlich dann die Tanks machen. Die Fluid Cells. Die sind dann auch groß genug tatsächlich. Das passt schon. So. 3 Fluid Cells. Die packen wir jetzt hier einmal. Du aus, du an. Hier hin. Also. Eine dort und eine drunter. So. Du machst Output zur Seite, Auto-Output. Du machst Auto-Output zur Seite. Jetzt nehmen wir die normalen Tanks. Das Problem ist, mit den Tanks kann ich, glaube ich, nicht an den Dings gehen. Kann ich nicht an die Öffnung hier gehen. Da kommt er durcheinander. Aber diese hier lassen sich wunderbar voll machen. Und halt auch leeren. Zack. Hier kommt dann da rein. Und der schiebt es dann automatisch rüber. Sollte das. Achso, Moment. Auto-Output, nicht Input. Das ist Auto-Output. So, genau. Achso, weil der jetzt Auto-Input war, natürlich. Moment. Okay, jetzt haben wir das Kupfer. Jetzt haben wir einfach nur durchgejagt gerade. Da haben wir das Kupfer. Und da jetzt kriegen wir das Zink. Achso, da fehlt noch was für den Zink, ne? Das war noch nicht ganz fertig. Oh, nein, nicht den Quarz, du Depp. Den Zink sollst du machen. So. Können wir den Zink da rausholen? Hä? Kommt zu uns schon wieder her. Haben wir alle raus? Ja. Okay, dann los. Der ist voll und voll und leer. Okay, 2 Ingots Zink. Die gehen jetzt hier rein. Jetzt fängt er zu mischen.
Und wir schalten mal ganz kurz hier für den Moment den Auto-Output aus. Dass er erstmal fertig mischt. Denn wir müssen ja das Zeug jetzt nach unten rausziehen noch. Ich bin hier leider nicht. Ich könnte vermutlich hier sagen, im Rezeptfilter, was da unten rausgeht. Aber es wird einfach, wenn ich jetzt hier das hier rausziehe. So. Auto-Input von oben. Das zieht gerade das Kupfer raus. Das wollen wir nicht. Das kann dann hier wieder rein. Sink. Genau. Und jetzt müsste ihr eigentlich dann die Bronze da reinpacken. Das Messing. Genau, das Brass. Jetzt haben wir hier Brass drin. Und jetzt können wir es wieder einschalten. Denn jetzt passiert Folgendes. Er rückt jetzt das Zink raus und das Kupfer raus, mischt es und was auch immer unten fertig wird, an Brass geht direkt durch. Das wird immer spontan, immer komplett durchgezogen. Das ist recht praktisch. Und sobald das Ding durch ist, haben wir dann quasi zwei Tanks mit Molten Brass. Das wir dann verwenden können für mehr Spaß. Fertig. Also, soweit schon mal gar nicht verkehrt. Den Brass haben wir dann hier rein, der gießt dann automatisch an die Ingots raus. Die werden gestampft und dann haben wir die Brassplatten, um entsprechend den Brassfußboden zu machen. Kommen wir jetzt zu den gegildeten Sachen, die ich hier in den Fußboden einlegen möchte. Von Darkstone, von Blackstone. Nee, Darkstone, ne? Darkstone. Genau. Dazu brauchen wir diesen hier, diesen Arkan Goldingot. Zack. Der ist relativ simpel, mit der Ausnahme, dass wir dieses Wunderbito-Dust brauchen. Der Arkan-Crystal hast, super easy. Das ist einfach nur die Kristalle schmelzen. Wir können, die Arkan-Kristalle haben wir ein paar da. Okay, nur 6. Aber das ist nicht viel. Ich dachte, da hätte ich mehr gehabt. Okay. Okay, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ah, die sind auch da unten. Also wenn wir unten ein bisschen mehr buddeln, sollten wir auch mehr Arkan-Kristalle kriegen. So. Auf jeden Fall brauchen wir dieses Arkan-Gold-Ingot. Und das brauchen wir zweimal diesen Arkan-Crystal-Dust und Mundabito-Dust, was nochmal Arkan-Crystal-Dust ist. Und eine Phantommembrane. Das können wir kaufen mit der Import-Phantommembran. Ist also noch relativ teuer, aber das Gute ist, das Zeug, was ich verwenden möchte, nämlich das hier, braucht nur einen Nugget. Und damit haben wir dann entsprechend Platz geschaffen. Das können wir auch nach und nach dann einfach dann einlösen. Das muss ich hier nicht sofort als zweimal machen. Und ich sag mal, der Holzverkauf bezahlt für den ganzen Spaß schon ordentlich. Von daher ist das auch gar nicht so wild. So, das kann weg, das kann weg. Das kann alles weg. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal runtergehen. Gerade unten noch ein bisschen aufräumen. Und ein bisschen mehr Darkstone holen. Während hier das Messing durchläuft. Und müssten wir ganz kurz mal oben das Ladegerät holen. Das ist nämlich jetzt noch offen. So. Okay, der Generator läuft. Das läuft. Die Lava läuft. Alles gut. Da haben wir mehr als genug Spaß gerade. Das Messing geht da gerade gut durch, ne? Ich meine, ich kann jetzt hier sogar beigehen. Und könnte jetzt hier schon mal mit den Tanks arbeiten. Dann kann das schon mal geschmolzen werden gerade. Warte, mach mal anders. Auto-Export nach vorne. Zack, dankeschön. Oh. Wir haben Kupfer da, aber es fehlt Zink. Ach, scheiße, natürlich. Ja. Jetzt ist der Zink da unten drin gelandet.
Depp. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja. Komplett rausziehen nach vorne ist eine doofe Idee. Okay. Dann einmal ganz kurz das Zeug hier rein. Und das Zeug da rein. Den wieder dran. Und gib ihm. Dann einmal. Das Zeug rausziehen. Und dann da rein. So. Okay. Jetzt passt das. Das Brass läuft durch. Hier laufen die durch. Wir gehen runter und suchen mal unten ein bisschen nach Arcan-Crystals und nach Dingens. Und die Membrane, die müssen wir halt eben dann importieren. Ich könnte jetzt auch einfach wach bleiben, aber das ist mir jetzt zu lange. Das ist mir jetzt zu lang. Und wir haben hier unseren Bohrer plus den Kollegen hier. Das geht schon. Unser Lager wird langsam gut voll, was auch daran liegt, dass ich wieder mal Zeug ansammle von allen Ecken und Enden. Das wird auf jeden Fall langfristig ein Problem werden. So, wir sind auf Ebene 5. Das Zeug ist von 1 bis 9. Okay. Ich könnte versuchen, noch eins tiefer reinzubuddeln dann. Ich hasse, dass es keinen flachen Bettdruck gibt hier. Aber 5 mal 5 mal 5 mal 5, oder? Ja. 5 mal 5, aber dann eins tiefer. Dann hoffen wir, dass wir hier auch ein bisschen... Ah ja, guck mal, da ist schon... Oh. Der Gilde Dax, den gibt es auch so schon. Kann man den verarbeiten? Nee, den kriege ich dann nur so gesammelt. Okay. Wir brauchen eine Fackel. Für die Offense. Und dann los. Okay, Kristalle werden tatsächlich relativ knapp werden. Emeralds. Riefel. Da wäre Gold. Diamanten, alles Mögliche. Nur keine Arkankristalle, oder? Nee. Bisher nur 6 Stück. Das ist ein Problem. Das ist ein leichtes Problem. Den Kristall nehmen wir da mit hier. Ich denke aber, da muss der. Dann muss das Gegilde vielleicht ein klein bisschen warten. Vielleicht haben wir aber Glück und der Minenschacht Horsti hat ein bisschen was gefunden. Das wäre ja möglich. Müssen wir uns gleich mal anschauen gehen, was der da oben drin hatte gleich. Weil die Ausbeute hier ist gerade sehr, sehr, sehr dünn. Normales Niter. Eisen wieder. Der Kupfer ist gerade extreme Mangelware. Und auch jetzt hier dieses Arcanum-Gedöns. Ah. Und ich sollte vielleicht nochmal einen weiteren Anschluss hinstellen. Sodass ich die Lagerkapazität nochmal ein bisschen erweitere. Von dem Gerät. Gibt's da Feines? Ein Fluid Storage Pass. Was man dann nicht alles rauskriegt. Dark Runestones sind schon mal nett. Aber wie sagt man so schön, ne? Nett, kleine Bude von Scheiße und so weiter. Das kennen wir schon. Ich hätte bitte gerne diese Kristalle.
Und zwar deutlich mehr davon. Lapis, Niter. Gegildeten Stein kriege ich hier, aber den will ich ja nicht. Wenn man die wenigstens umwandeln könnte, diesen gegildeten Stein dann zu... Zu der Deko-Variante von dem Bedrock, das wäre schon geil. Aber danach sieht es hier gerade nicht aus. Gold gibt es hier. Mehr als sonst. Und unsere Taschen werden langsam aber sicher wieder voll. Ah. Okay. Das ist nicht, was ich erwartet habe. So, wir sind jetzt hier auf Ebene 4. 5. 6, 7, 8. Und das hier oben wäre 9. Also ich würde auf jeden Fall alle Kristalle sehen, die es so gibt. Außer die jetzt noch im Boden sind. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, hier die Kristalle zu sammeln. Und ich habe ja 6 Kristalle, damit kriege ich einen hin. Einen, ne? 2 dafür. Okay, nee, dafür kriegen wir 4, okay. Das sind 4. Also wir kriegen damit 2 Ingots hin, okay. Das geht ja schon mal. Also wir kriegen schon mal 18 Blöcke, wenn wir damit hinkriegen. Mit diesem gegildeten Zeug. Man kann auch die hier machen, aber die sind noch ein bisschen teurer. Aber warte mal, da kriegen wir 8 Steine hin. Warte, wie viel sind das? Ah, okay. Das geht sogar auch noch. Das ist dann einer und das sind 8. Also hier kriege ich 9 mit einem Ingot hin, hier kriege ich 8 mit einem Ingot hin. Aber ich würde trotzdem, wir machen die hier, weil ich denke, die sehen schöner aus. Mit dem Geschisselten drin. Das vielleicht für Säulen oder so, keine Ahnung. Müsste man sich mal anschauen, wie man es am besten dann macht. Die wirst du vermutlich für irgendwelche Rituale oder irgendwelchen Blödsinn brauchen. Den Block kriegen wir nur hergestellt, ne? Genau, den kriegen wir nur gepresst. Blasting 1, da. Hier würden wir 2 draus kriegen. Das wäre wahrscheinlich auf jeden Fall langfristig notwendig. Man kann den Staub wieder pressen, okay. Jetzt zum Furnace oder Crafting, okay, okay. Ja, der große hier wäre die Option, aber den haben wir noch lange nicht. Dementsprechend ist das noch keine... Arcane Dragon Egg. Okay. Okay, okay. What? What? Okay. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber okay. Oh, hi. Grüß dich. Wo kommst du denn her? Na los, dann lass uns mal schnell mal so ein Arkan-Ding jetzt herstellen. Das muss ich jetzt nur 2. Ne, muss ich 4 einschmelzen. Ich bräuchte eigentlich 8 von den Kristallen, ne? Kaufen kann ich hier nicht, oder? Kein Händler hier. Kein Händler da. Okay. Also ich bräuchte eigentlich 2 zum vernünftigen Testen. Das kriegen wir aber nicht hin. Da bräuchten wir hier 2. Ja, nee. Ich bräuchte 5, ne? Einmal hier craften, habe ich 4 davon. Ja, 5. Kriegen wir hin. Also, ich muss 2-mal von den Phantomen gerade kaufen. Von den Membranen kaufen. Dann kann ich...
Nee, eine Membran kaufen. Dann kann ich zwei von den Ingots herstellen. Und dann kann ich damit einmal die eine Sorte Stein und einmal die andere Sorte Stein herstellen und dann zu gucken, was dann letztendlich schöner aussieht.